Hallo meine Freunde, heute geht es weiter und zwar geht es heute um ein Video oder eine Doku, die ich gesehen habe, die ja mir wieder mal die Sprache verschlagen hat. Ja, die Doku heißt, ja, ob man es glaubt oder nicht, Dicke leben länger. Ja, hat jeder bestimmt von euch schon mal gehört, ja, Dicke leben länger. Das nenne ich mal einen Widerspruch in sich, wenn man versteht, was Fett im Körper verursacht, entzündungstechnisch zum Beispiel. Ich werde euch die Doku natürlich unten verlinken und der absolute Knaller in der Doku, das ist so um Minute 4, glaube ich, war das herum, ja genau. Da sagt ein Internist, also ein Arzt, ja, erzählt, es gibt keine, also er kennt keine Methode, wie man langfristig Gewicht verliert. Die beste Methode, die er kennt, ist eine Magenverkleinerung. Muss ich dazu noch mehr sagen? Also, das zeigt wieder mal, ne, für die Leute, die sagen, Ärzte und so weiter, denen muss man glauben, die wissen, wie es läuft, ja. Nein, die wissen gar nichts. Also einfach ist das. Die wissen einfach gar nichts. Die haben breit gefächertes Wissen, aber die wissen, im Kern wissen die gar nichts, ja. Die wissen, welches Medikament sie dir verschreiben sollen, wenn deine Birne weh tut. Das wissen die. Deswegen, wie gesagt, wenn ihr eine Doku seht, ja, schon mit so einem Titel so und so alles klar, aber wenn man sich die dann anguckt und dann solche Sachen da in dieser Doku hört, das ist natürlich schon, wer abnehmen will, ja, langfristig soll sich unters Messer legen, sich aufschneiden lassen, ja, ein Stück von seinem Magen abschneiden lassen. Eine gute Sache, ja, eine gute Sache. Ganz toll. So, ja, die andere Version wäre, ja, sich vielleicht mal um die Ernährung kümmern. Wie wäre das, ja? Vergesst Sport. Ihr wollt keinen Sport machen, macht keinen Sport, ja? Müsst ihr nicht machen, um abzunehmen. Man muss keinen Sport machen, um abzunehmen. Ja, es fällt leichter mit Sport. Aber man muss keinen Sport machen, ja? Nehmt einfach mal eure Ernährung und ersetzt das, was ihr an tierischen Produkten nehmt, mit pflanzlichen Produkten. Und dann werdet ihr feststellen, dass euer Gewicht ins Bodenlose fällt, so wie es bei mir der Fall war. Ja, und dann werdet ihr verstehen, warum es nur um eine Sache beim Abnehmen geht, und zwar Kaloriendichte von Lebensmitteln. Ja. Und dann wisst ihr, wie man abnimmt, und dann seht ihr, dass das eigentlich, es gibt nichts Einfaches als das. Jeder Veganer wird euch erzählen, ich kriege kein Gramm, kein Kilogramm Körpergewicht drauf, ja, ich kann nicht zunehmen, obwohl ich den ganzen Tag am Essen bin. Ja, ob man es glaubt oder nicht, ist einfach nun mal so. Ja, das wollte ich euch Bescheid sagen. Wer an sowas denkt, ja, Magenverkleinerung oder auf seinen Arzt hört, auf seine Gesundheitstipps da, ja, wie man abnimmt. Leute, informiert euch erstmal, bevor ihr euch unter das Messer legt oder auf irgendwelche schweinedämlichen Ideen kommt, ja, dass euch da irgendjemand so eine Kacke erzählt. Da ist wirklich Ende Gelände, ne? Wer sowas macht, wer sowas einmal macht und sich da an sich rumschnipseln lässt, ja, irgendwas da abschneiden lässt, irgendwelche Sachen sich da in den Körper einbinden lässt, ja, die nicht in den Körper gehören, das wird der Körper sein ganzes Leben lang versuchen abzustoßen. Und ja, das ist einfach nur ein Paradebeispiel für schlechte Dokus, ja, und so wie die Welt funktioniert. Ja. So ist das nun mal. Leider Gottes. So was wird einem erzählt. Man muss sich auch mal vorstellen, ein Mensch, der sich überhaupt mit sowas nicht auskennt, ja, weder mit Ernährung noch mit Fitness noch mit Abnehmen, ja, keine Ahnung hat, und dann geht er zu seinem Arzt und der erzählt ihm sowas. Und diese Person macht das dann auch wirklich. Die wird das machen, die wird sich operieren lassen. Das ist das Allerschlimmste an der ganzen Sache. Ja. Unwissenheit, Unwissenheit. Dass man nicht versteht, wie das funktioniert. Ja. Von daher, Leute, das musste jetzt mal gesagt werden. Ich habe diese Doku gesehen und das war einfach nur Clown-Fiesta, kann ich dazu nur sagen. Ne? Schreibt in die Kommentare, was denkt ihr über Magenverkleinerung? Ja? Sinnvoll, nicht sinnvoll? Und wir sehen uns ansonsten im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ciao.